Es ist übrigens wichtig, sich so dämlich anzustellen wie ich, sonst macht es auch keinen Spaß, wenn du danach nicht die Küche fegen musst. Na, okay. Wir machen heute, also ich, also ihr halt auch, wenn ihr Bock habt, isländische Schokolade. Und zwar gab es in Island Schokolade mit Erdnüssen, und zwar salzigen Erdnüssen, und das war verdammt geil. Das war echt geil. Und weil die aber 5 Euro gekostet hat, weil die, glaube ich, so für Touristen war und super teuer, mache ich die jetzt einfach selber. Also ich habe sie mir auch gekauft, aber halt nur eine Tafel, und die war echt schnell weg, weil die echt geil ist. Ich würde sagen, was braucht man? Man braucht halt irgendeine Art von Schokolade, die man gerne isst. Das ist übrigens die gute Schokolade, die ist extrem geil, kann ich sehr empfehlen. Erdnüsse, etwas Salz, irgendein Zucker, irgendeine Form, wo man die Schokolade dann noch reinfüllt, ein Brett, Pfanne, bisschen Wasser, Topf, ja, und ein Messer, was ich jetzt natürlich vergessen habe. Ich würde sagen, wir fangen damit an, die Erdnüsse zu hacken und die mit ein bisschen Salz und Zucker, also das ist Salz, das ist Zucker, und Wasser in der Pfanne so vielleicht zu karamellisieren oder so. Die sind zwar schon salzig, aber keine Ahnung. Mehr ist mehr, ne? Ich finde Erdnüsse mega geil. Ich mache das auch voll oft. Oh, jetzt wirklich gar nicht mehr. Ich mache das auch voll oft, dass ich einfach Erdnüsse klein hacke und die über mein Essen streue oder sowas. Wenn ich irgendwas Richtung Asiatisches koche, dann kommt immer Erdnüsse mit rein. Es ist übrigens wichtig, sich so dämlich anzustellen wie ich, sonst macht es auch keinen Spaß, wenn du danach nicht die Küche fegen musst. Ja, es ist viel zu viel, ey. Ich bin richtig eskaliert. Gut. Gehackt ist, und jetzt muss ich die Kamera umstellen, weil wir müssen zum Herd. Herd an, dann halt die ganzen Erdnüsse. Ich glaube übrigens, dass es geil ist, wenn man eine beschichtete Pfanne hat. Ich glaube, das ist um Welten besser. Weil man dann echt nicht den Stress hat, das alles wieder abzuwaschen. Also klar, man muss es abwaschen, aber nicht so einen Stress. Ein bisschen Wasser. Und Zuckersalz. Man kann übrigens, wenn man richtig krass ist, jetzt schon die Schokolade hacken. Ich hacke jetzt noch die restliche Schokolade und dann machen wir weiter. Wenn das hier fertig ist und die Schokolade gehackt ist, dann macht man die halt da rein. So, so ein bisschen lässt man immer zurück, denn damit temperieren wir die Schokolade dann noch. So, es mag ja jetzt Menschen geben, die das direkt auf den Herd stellen. Davon rate ich ab. Ja, und zwar tut man da einfach einen Topf mit ein bisschen Wasser auf den Herd, macht den an und schmilzt die Schokolade dann quasi über den Dampf, über dem Dampf. Der größte Fehler beim Schokoladeschmelzen ist halt tatsächlich, dass man es viel, viel, viel zu heiß macht meistens. Also die Siedetemperatur ist so bei 60 Grad. Das heißt, man sollte auch ab und zu den Topf dann auch runternehmen, da ein bisschen rühren und ihn dann erst wieder auf den Dampf packen. Einmal damit das nicht zu heiß wird. Bei weißer Schokolade ist es viel kritischer. Da muss man echt aufpassen. Da muss man es eigentlich kurz drunter halten, wegnehmen, drunter halten, wegnehmen. Also ja, wenn ihr mal ein extra Video sehen wollt, wie man am besten Schokolade, Kuvertüre etc. zubereitet, dann schreibt das in die Kommentare. Also wir haben hier die geschmolzene Schokolade und jetzt packen wir halt unsere, man hört es schon, es ist so ein bisschen karamellisiert, unsere Erdnüsse da rein, halt so viel, wie man denkt, wie es passen könnte. So, setzen wir nochmal rüber.
starten wir mal hiermit. Es wird dann so Bruchschokolade, das kann man dann auch so in so Streifen schneiden. Hier so Räumschutt. So, das kann man dann trocknen lassen. Dann habe ich hier noch meine Herzförmchen. Ich frage mich, ob es dann echt so schmeckt wie die isländische. Also halt nicht genauso, aber halt so, ob es so nah dran ist. Wisst ihr, was ich meine? Übrigens mache ich eigentlich all meine Rezepte so ein bisschen nach Schnauze. Also ein bisschen Spacebox-Style, deshalb habe ich halt keine Mengenangaben. Und ja, ich weiß halt nicht, ich würde halt auch ungern was reinschreiben, weil vielleicht, also wird es dann halt voll, es ist halt voll falsch und ich weiß halt auch nicht, wie viel Salz und so rein muss. Und keine Ahnung. Ich schreibe lieber nichts, als das Falsches zu schreiben, so wisst ihr? Also ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn der Herzkram abgekühlt ist. Na, ich habe völlig vergessen, die Schokolade zu testen. Deshalb teste ich sie jetzt nochmal. Ist ja nicht so, als wäre das das allerletzte Stück, weil ich alles andere weggegessen habe, weil es so lecker war. Leute, ist unfassbar geil. Macht es nach. Ich würde ja sagen, schickt mir Fotos, aber ich habe weder Instagram noch Twitter noch sonst irgendwas. Also schickt mir keine Fotos. Aber es ist geil, wirklich. Macht es nach, es ist so lecker. Und ich darf jetzt das Video schneiden. Tschüss.